hier entlang. Huh. Alles klar. Wir setzen hier einfach mal ab. Passierscheibe zu prächtigen Reisen. Soll das? So, erzählen wir dem erstmal, dass dein Schwager tot ist. Ich mache dir einen Sonderpreis. Ach, können wir gar nicht. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Na gut. Blut und Sieht nach Regen aus. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Entschuldigung. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Na klar. Es war keine Bestie im Wald. Nur es Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. 30 Kronen. Dankeschön. Die Firma dankt. So, Co-Vests. Damit machen wir jetzt weiter. Ja. Das Problem ist, dass ich die gar nicht machen kann, ne? Weil der Schwager nämlich tot ist. Ja, schade auch. Das heißt, Quests, die können wir die irgendwie aufgeben, die Queste? Ich habe noch nie versucht, eine Queste aufzugeben, muss ich sagen. Nein. Das ist einfach schon... Na gut, wir machen jetzt mal diese hier. So wie abgemacht. Dafür muss ich... Wohin? Ui. Da hinten muss ich hin. Na gut. So, da könnten wir eigentlich auf dem Weg mal ein paar Fragezeichen aufdecken. Und zwar... Dieses, dieses, dieses... Dieses und dieses, finde ich, oder? Ja, ich glaube, so machen wir das. Weißt du, wir fangen mit diesem hier an. Schön ein Fragezeichen nach dem anderen aufdecken. Eigentlich könnte ich auch reiten. Und ich könnte mal eben dafür sorgen, dass wir bei Tag weiterreisen. Sagen wir mal bis dort. 5 Uhr, da wird es schon wieder hell. Das ist gut. Ja, oh, wie wunderschön, ey. Wow. Na gut. So, wir möchten gerne in diese Richtung. Komm schon, Plätze. Und dann mal gucken, was wir hier finden da. Ein rostiges Nilfgaarder Schwert. Na, das lassen wir mal schön da.
Ein Beilkopf, okay. Man weiß nie, wozu man den gebrauchen kann. Nicht überhaupt richtig. Nein, falsch. Da. Ah ja, okay. Jetzt hier rüber schwimmen. Ein versteckter Schatz und der ist nicht zu schwer für uns. Verdammt, bist du hässlich. So, haben wir die auch erledigt. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Kann man das nicht untersuchen hier? Drücke. Ein riesiger Leichenhaufen. Jetzt dieser versteckte Schatz hier. Ein Schlüssel zu einem Schatz und ein Brief. Na gut. Ja, dann gucken wir mal. Schatz suchen. Haben wir wieder eine dazugekommen, denke ich. Diese hier. Wo würde uns sie denn hinführen? Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Würde uns sie sehr weit ab vom Schuss? Ja.
Ja. Ja. Na, wo wollen sie denn hin? Okay. Entschuldigung. Ach so, ich muss mal natürlich erst den Brief lesen. Dadam. Dadam. Wo ist er? Da. Da. Alles mal durchlesen hier. Ist übrigens gut, dass er mittlerweile anzeigt, dass ich das schon gelesen habe. Das hat er am Anfang nicht gemacht. Das haben die wohl neu reingepatcht. Ich zeige euch die Sachen hier. Ihr könnt euch ja das Video wie immer anhalten. Habe ich schon gelesen, habe ich schon gelesen. So. Alles schon gelesen. Denn ich lese die Sachen immer nicht in der Aufnahme, weil das einfach viel zu lange dauern würde. Ich möchte sie natürlich aber euch auch nicht vorenthalten. Deswegen lese ich sie so an. Ihr könnt sie dann durchlesen, euch das Video anhalten und gut ist. So, haben wir alles gelesen. Und gucken wir nochmal in die Quests rein, die jetzt aktualisiert sein müssten. Lies den Brief. Habe ich doch. Hallo? Ah. Jetzt ist sie aktualisiert worden. Dort. Setze den Exosinn ein, um die Fracht zu finden, vom Boot des Fährmanns, die vom Boot des Fährmanns gefallen ist. Führt uns das sehr weit weg. Ja, das führt uns sehr weit weg dort unten hin. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Okay, dann gehen wir einfach weiter zum nächsten Fragezeichen und aktivieren hier wieder die Hauptquest. So, alles klar. Könnten wir uns eben wieder regenerieren. Damit wir, was immer uns am neuen Punkt erwartet, auch fit dafür sind. So. Auf geht's. In diese Richtung. Ah ja, gibt's jetzt jede Menge Aktualisierungen, weil ich so ein paar Sachen gerade nochmal gelesen habe. Oh, schwimmen. Ja, wir hätten natürlich auch außen rumgehen können, aber wir können natürlich auch einfach schwimmen. Ist ja auch mal was. Ich erkläre hiermit diese Insel zu meinem Königreich und wir bauen einen wundervollen Palast. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade. Was haben wir denn hier? Beilkopf? Nein, ein rostiges Schwert. Will ich nicht. Will kein rostiges Schwert. Was soll ich mit einem rostigen Schwert? Ist hier noch ein... Ah, hier vorne. Was ist mit dem? Noch ein Beilkopf. Jede Menge Beilköpfe hier. Oh, eine Rotze, eine alte. Noch ein, mein Gott, wie viele Ballköpfe finde ich denn hier? Und ein rostiges Schwert. Diese Teile hier nennt man Rotzen. Ja, das sind so große, große Pfeilabschussgeräte, wenn man denn so will. Was haben wir denn dort? Da haben wir irgendwas. Und vorher, bevor wir uns das angucken, speichern wir. Oh.
sollte mir angewöhnen, rechtzeitig wegzuspringen. Ach komm. Danke. So, das hat doch gut geklappt. Na, noch mehr. Was haben wir denn hier? Ach, ein Kurzschwert aus Stahl. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Rostige Klinge. Brauche ich alles nicht. Haben wir hier. Eine Wasserflasche. Wasserflaschen kann man immer mal gebrauchen. Und noch einen Ballkopf. Hör mal, ich kann bald eine ganze Sammlung aufmachen. Okay. Eine Notiz des Händlers. Na, die lesen wir uns doch mal durch. Je 6 Ballköpfe. Schön. Notiz des Händlers. Hier ist sie. Nur für euch. So. Alles klar. Gab übrigens keine Queste. Na gut. So ist das. Hier haben wir noch jede Menge zum Durchsuchen. Wasserflasche nehmen wir mit. Ballkopf nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Noch ein Ballkopf, den nehmen wir auch mit. Ein Modahautnest. Es muss zerstört werden. Ja, ich habe leider immer noch nicht die richtigen Bomben, ne? Mist, ich muss dringend mal, die kann ich jetzt bauen, aber... Ah, die zerstört Monsternester. Sehr gut. Nicht schlecht. Bäh. Oh. Bäh. Alter. Das war knapp. Bäh. Das war aber ekelhaft. Hat ja wenigstens was ordentliches fallen lassen. Monsterzorn. Na gut, dann nicht. Dann geht's weiter. Ich wette, dass das wieder Ertrunkene sind, die da rumschwirren. Aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Machen wir allerdings am besten sinnigerweise mit einem Boot. Sodass wir gegebenenfalls auch wieder wegkommen. Das ist sogar ein Schwebender. Guckt euch das mal an. Das ist ein Schwebender. Wie witzig ist das denn? Okay. Hallo? Boote! Ja. A drücken, um das zu steuern. A drücken. Steuer übernehmen. Jetzt ist er weg. So, wo wollte ich denn hin? Da bin ich, da unten möchte ich hin. Alles klar. Auf geht's. Hier gibt's Unterwasserpflanzen. Aha, das ist auch neu. Interessant. Also, du kannst schnell reisen, während du dich auf einem Boot befindest, jedoch nur an Orten, die auf dem Wasserweg erreichbar sind, um mit dem Boot schnell zu reisen, öffne die Weltkarte, während du dich an einem Ruder befindest. Du kannst an jeden Ort reisen, der mit einem Anker markiert ist.
Das ist ja günstig. Das muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Hier sind keine Orte mit einem Anker markiert. Da ist einer mit einem Anker markiert. Da könnte ich hin schnell reisen. Okay. Das ist aber auch der einzige Ort im Moment, der mit einem... Wahrscheinlich habe ich die anderen noch nicht entdeckt. Aber witzig. Cool. Cool, dass das geht. Na gut, wir wollen jetzt sowieso erstmal nur dahin. Nee, du sollst hier weiterfahren. Fahren. Kriegsbeute. Mhm. Oh. Ein Ertrunkener. Ich will in das Boot. Aua. Ich will doch nur in das Boot. In das Boot, in das Boot. Nein, nicht unter Wasser. Ah, geht doch. So. Da haben wir doch gerade reiche Beute gekriegt. Sehr schön. Als nächstes hatte ich gesagt, dieses Hallo? Wo ist denn meine Questmarkierung hin? Questmarkierung? Questmarkierung? Weltkarte? Achso, als nächstes hatte ich gesagt, dieses Fragezeichen hier. Das kann ich auch per Boot erreichen, indem ich einfach mal hier rüberfahre bis dahin, denke ich. Das ist eine gute Idee, ja. Und dann dieses und dann geht's weiter. So machen wir das. Sehr gut.